Der Start am fünften Tag erfolgte wieder bei bestem Wetter, wenn Engel reisen. Da strahlt auch das Theater Vorpommern. Noch ein Blick in Richtung Altstadt und auf die Stadtmauer. Backstein, soweit das Auge reicht. Backsteinziegel trifft man an zahlreichen Bauten in Stralsund an, auch an Banken. Als mein Blick dann wieder auf die Armaturentafel der Goldwing und damit auch auf die Tankanzeige fiel, war Handeln angesagt. Normalerweise tanken wir immer zum Tagesabschluss, nicht so gestern. Gut, wenn man eine WBS hat, die mal eben die nächste Tanke ausfindig macht und einen dorthin dirigiert. Einen vollen Tank zu haben, war jetzt auch ein gutes Gefühl beim Blick in die endlos erscheinende Weite. Fast wie auf einem Highway in den USA, mal abgesehen von der Vegetation. Und das Highway-Gefühl sollte uns noch einige Zeit begleiten in Richtung Berlin, das wie eine Insel in Brandenburg liegt. Als Tagesziel war Wittenberg in Sachsen-Anhalt angepeilt. Erst einmal gab es einen Abstecher an die Müritz in Sitow-Dorf. Ja, Mecklenburg-Vorpommern über Land war jetzt nicht ganz so spannend gewesen, aber zum Glück gibt es ja ein paar schöne Fleckchen, wie hier zum Beispiel am Müritzsee. Da machen wir jetzt eine Pause, lassen mal die Seele und die Beine ein bisschen baumeln und dann geht's weiter Richtung Berlin. Und da haben wir für die Goldwing eine besondere Überraschung parat. Ja, baumeln entspannt, rumalbern auch. Was passt zu einer entspannten Pause hervorragend? Ein Eis. Und das war nicht so weit gereist wie wir, sondern wird in Neubrandenburg hergestellt, also ganz in der Nähe. Nicht nur regional, sondern auch lecker. Dann konnte es weitergehen. Schloss Oranienburg. Berlin ist nicht mehr weit. Die Bundeshauptstadt hatten wir schon öfter besucht. Um dem zu erwartenden Verkehrschaos zu entgehen, hatten wir uns eine Querung der besonderen Art überlegt. Unten drunter durch. Zumindest teilweise. Und dann gab es das Schmankerl für unsere Goldwing. Rennluft schnuppern. Auf der AWUS. Vorbei an der geschichtsträchtigen AWUS-Tribüne, die heute eine Event-Location ist. Unser Event beschränkte sich auf eine Verabschiedung. Auf Wiedersehen, Berliner Bär. Beim nächsten Besuch nehmen wir uns wieder mehr Zeit für dich.
In Wittenberg hatten wir erst einmal Probleme, unser Hotel anzufahren, denn die postalische Anschrift liegt in einer Fußgängerzone. Irgendwann hatten wir die Zufahrt zum Hinterhof aber gefunden und die Goldwing durfte verdient nach 405 Kilometern die Scheinwerferaugen schließen. Wir ließen uns mit dem Augenschließen noch etwas Zeit und erkundeten den Altstadtbereich von Lutherstadt Wittenberg, wie sie ja offiziell heißt. In einem Städtenamen verewigt werden, das schafft man nur als Reformator. Wobei, der Hans hat's ja auch geschafft und das gleich zigmal. Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Hansestadt Stralsund und so weiter und so weiter. Flaniert man am Trajunscher Bach entlang, kommt man zur Schlosskirche, deren Tür berühmt wurde. Denn hier hat Luther sie angenagelt, seine 95 Thesen, in denen er hauptsächlich den damals bei der katholischen Kirche beliebten Ablasshandel anprangerte. Martin Luther ist in Wittenberg allgegenwärtig, insbesondere im Juni, wenn die Stadt die Lutherhochzeit feiert. Dafür waren wir etwas zu früh, aber gefeiert haben wir auch. Mit Martins Tropfen, einem Beerenlikör. Und wenn man davon genug trinkt, sieht man auch Fabelwesen und Blumenkästen der besonderen Art. So, genug jetzt, ab ins Bettchen. Morgendliche Ruhe im Biergarten des Hotels. Alles sehr entspannt. Unsere Abfahrt auch. Das nächste Ziel liegt in Sachsen, Schönheide. Nur 200 Kilometer entfernt und das ist gut so, denn wir wollen schon am Nachmittag für einen Besuch bei Freunden vom GWCD sein. Auf einer Fahrt jenseits der Autobahn bekommt man wirklich einiges zu sehen. Bei den Ortsdurchfahrten sind das manch interessante Gebäude, wie zum Beispiel in Wurzen. Und was hier auf den ersten Blick schlossartig daherkommt, ist die Kriechmühle. Hier wurden und werden von Biscuits bis Cornflakes allerlei Leckereien hergestellt. Industriearchitektur in Sachsen. In Grimma wurden wir überschwänglich empfangen. Ja, vielleicht haben wir uns das aber auch bloß nur eingebildet. Grimma hat eine nette kleine Altstadt, die es anzuschauen lohnt. Geparkt haben wir in der Nähe des Rathauses und wurden mit der Tatsache konfrontiert, dass auch Motorräder eine Parkscheibe benötigen. Die bekam Conny für kleines Geld im Tourismusbüro, das sich zufälligerweise genau gegenüber der geparkten Goldwing befand. Das eingesparte Bußgeld wurde direkt gut investiert. In leckeres Eis. Was die Vermeidung von Bußgeldern betrifft, sind wir keine Zocker und gehen lieber auf Nummer sicher. Gezockt wird nur mit Karten. Und die bekommt man in allen Variationen in Deutschlands größtem Spielkartenladen in Altenburg. Hier wird jährlich auch der Skatstadt-Marathon veranstaltet. Hört sich an wie Kartenspielen bis zum Umfallen, ist aber echter Sport, also Laufen. Wir müssen nicht laufen und können entspannt fahren. Und das geht auch in Sachsen prima. Musik.
Am nächsten Tag wollen uns Christine und Gerald, die Gewitz-Lehler aus Schönheide, mehr davon zeigen. In Schönheide angekommen, trafen wir uns bei einem netten Beisammensein. Und bevor am nächsten Tag die Post abgehen sollte, übernachteten wir erst einmal in gleichnamiger. So kann ein SC79-Tag beginnen. Kleiner Workshop zum Thema elektronische Einstellmöglichkeiten und ihre Tücken. Und dann konnte sie auch schon starten, unsere Tour ins Erzgebirge und mehr. Und mit einheimischer Führung ist eine nette Streckenführung gewiss. Dabei kamen wir auch an einem Schmankerl für Eisenbahnenthusiasten vorbei, dem Wolkensteiner Zughotel. Übernachten im Schlafwagen oder individuell wohnen in einem der Ferienzüge. Der Himmel hatte es mit zunehmender Bewölkung angedroht. Eine Unterbrechung unserer Gutwettersträhne. Aber es sollte bei den paar Tropfen bleiben. Ankunft in Blockhausen. Dass das Erzgebirge für seine Holzschnitzereien bekannt ist, das wussten wir, aber nicht, was uns hier erwarten würde. Beschaulichkeit und Ruhe? Eher nicht. Haschischpfeife. Nein, das auch nicht. Einmal im Jahr zeigen hier Kettensägenkünstler aus aller Welt, was in einem Baumstamm steckt, wenn man das überflüssige Holz einfach wegsägt. So entstehen beim Blockhausen Cup Skulpturen, die so vielfältig sind, wie es die Fantasie ihrer Schöpfer ist. Und die meisten der Kunstwerke sind hier geblieben und haben ihren Platz gefunden. Anschauen und staunen. Und manche Exponate wirken erstaunlich lebendig. Bei einem Blockhausen Cup war das Thema Märchen der Gebrüder Grimm vorgegeben. Und wir hatten mit diesem Quartett unser persönliches Tour-Déjà-vu. Achtung, Gerald, Gefahr von rechts. Nichts passiert, alles gut. Genau, denn auch für das leibliche Wohl wird in Blockhausen gesorgt. Und eine Rast am längsten Tisch der Welt ist etwas ganz Besonderes. So viele Eindrücke und auf unserer weiteren Fahrt sollte damit nicht Schluss sein. Da kam die Gelegenheit eines beruhigenden Fernblicks gerade recht. We'll be right back.
Der Fichtelberg bei Oberwiesenthal mit 1215 Metern, die höchste Erhebung des Erzgebirges. Tschechien ist zum Greifen oder noch besser zum Tanken nah. Dem Frieden geweiht. Doch so laut die Glocke auch tönen mag, sie stößt in diesen Zeiten leider auf zu viele taube Ohren. Friedlich geht es zum Glück für uns weiter. Für den Tagesabschluss hatten Gerald und Christine eine Superlative gewählt. Und dafür ging es in Richtung Reichenbach im Vogtland. Zur größten Ziegelsteinbrücke der Welt. Das Viadukt überspannt das Tal der Gölsch für die Eisenbahn. Seit 1851 fahren die Züge. Bis heute. Und im Gegensatz zu mancher modernen Spannbetonkonstruktion ist ein Ende noch nicht absehbar. Unser Tag war leider zu Ende. Schnell noch ein Gruppenbild und es ging für uns weiter nach Thüringen. Die tolle Abendstimmung hatte, wie sollte es anders sein, noch ein paar weitere Regentropfen im Programm. Aber bis zu unserem Hotel in Wurzbach waren die vergessen. Der morgendliche Blick aus dem Hotelzimmer in Wurzbach verspricht für den Tag bestes Wetter. Thüringen zeigt sich von seiner sonnigen Seite. Und das ist schön, denn schließlich wollen wir den ganzen Tag in diesem Bundesland in der Mitte der Republik verbringen. Im Naturpark Thüringer Schiefergebirge Obere Saale gab es zum Auftakt erstmal Begegnungen der besonderen Art. Bizarr, aber friedlich. Friedlich ruht auch der See oder korrekt die Talsperre Eichicht. Zusammen mit dem Stausee Hohenwarte bildet sie das Talsperrensystem Obere Saale. Die Staumauer mit dem Pumpspeicherkraftwerk Hohenwarte 1 haben wir schnell erreicht. Und da Wasser immer eine magische Anziehung ausübt, gönnen wir uns hier eine längere Pause. Die aufgestaute Saale lässt sich vom Fahrgastschiffchen aus erkunden. Wir begnügen uns mit dem beruhigenden Ausblick von der Staumauer. Die ist übrigens fast 412 Meter lang und gut 75 Meter hoch. Der Blick zur anderen Seite zeigt den Grund, warum dem Wasser hier Einhalt geboten wird. Die Gewinnung von erneuerbarer Energie. Das geschieht hier schon seit Jahrzehnten und ist aktueller denn je. Kaum Verkehr und entspanntes Kurvenschwingen. Bikerherz, was willst du mehr?
Und zu sehen gibt es auch genug. Schnuckelige kleine Orte bis hin zu schmucken Städtchen, wie zum Beispiel Rudolstadt. Und zur Abwechslung gibt es dazwischen immer wieder Natur. Von idyllisch bis verwunschen. Ups, was war denn das? Perfekt. Damit ist München auch abgehakt. Nicht so Weimar. Wer im Land der Dichter und Denker zu Hause ist, sollte mal die Luft in diesem kulturgeschichtlichen Hotspot geschnuppert haben. Etwas schwierig gestaltete sich bei unserem Besuch eine baustellendominierte Verkehrsführung mit zahlreichen Umleitungen, die auch mal in eine Sackgasse führten. Wir sehen es positiv, denn die WBS hatte so ausführlich Gelegenheit, das Weltkulturerbe von der Goldwing aus abzulichten. Irgendwann fanden wir dann auch einen Parkplatz und die Gelegenheit für einen Kaffee im historischen Ambiente. Stadtbesuche kosten leider Zeit und bei den nächsten Städten war wieder Speed-Dating angesagt. Dass wir den touristischen Pflichtenkatalog nicht abarbeiten, habt ihr ja sicher schon mitbekommen. Hallo Wartburg, irgendwann sehen wir uns, aber nicht heute, denn wir müssen noch weiter zum großen Inselsberg. Der gehört zum Rennsteig und auf den gab es heute Morgen im Hotelzimmer schon einen dezenten Hinweis. So verrückt kann Routenplanung sein. An dieser Stelle ein Warnhinweis an alle Nutzer eines Schubert M1 Helmes, die wie ich die Fernbedienung für die Bluetooth-Kommunikation am Helm befestigt haben. Die Gummischale kann an heißen Tagen so weich werden, dass das Bedienteil herausfällt. Das ist mir unbemerkt auf dem Inselsberg passiert. Zum Glück habe ich es wiedergefunden, denn Funkwellen sind heutzutage ja wichtig. Und deshalb gibt es auf dem großen Inselsberg auch gleich drei Sendetürme. Dieser Turm gehörte früher zum Richtfunknetz des Zentralkomitees der SED. Vermutlich wollte sich die Partei nicht dazwischen funken lassen. Heute ist es ein Aussichtsturm, der bei unserem Eintreffen leider schon geschlossen hatte. Eine schöne Sicht hatten wir aber trotzdem. Dann mussten wir uns sputen, denn Conny stellte fest, dass der Check-in unseres gebuchten Hotels in Schleusing nur bis 18 Uhr möglich war. Auf die Ausweichmöglichkeit hier oben wollten wir eigentlich nicht zugreifen. Und da die Goldwing erforderlichenfalls auch die schnelle Gangart beherrscht, war die Übernachtung gerettet.
Und neben der Idylle gab es auch noch ein Abendessen.